Grüß Gott aus dem wunderschönen Gerlos im Zillertal in Österreich. Wir sind hier für 2 Nächte im Landhotel Maria Theresia untergekommen und bevor ich euch jetzt gleich das Hotel etwas näher erkläre, werde ich euch einmal im Hotel rumführen und auch die nähere Umgebung etwas zeigen. Ich hoffe, euch gefällt es. Viel Spaß und bis später. Mit der Iskogel Gondelbahn auf dem Weg zur Bergspitze. Traumhaft schön hier oben auf dem Berg. Da unten ist ein kleiner See, da wollen wir wahrscheinlich morgen noch mal mit der anderen Seilbahn hochfahren. Ansonsten gibt es hier ganz viele Kühe, schöne Wanderwege, Restaurants, alles was das Herz begehrt. Die Sonne scheint auch bei ca. 24 Grad. Ich liebe diese Gegend, ich liebe Österreich und ich liebe das Zillertal. Ich bin absolut überwältigt, dass hier hinten hinter dem Tal sind die Krimmler Wasserfälle fantastisch anzusehen. Das Einzige, was mich störte, ist, man muss über eine private Mautstraße fahren, zahlt dort 9 Euro pro Tageskarte. Wenn wir also morgen hier nochmal herkommen wollen, müssen wir nochmal 9 Euro zahlen. Aber das war es wert, der Ausblick lohnt sich hier wirklich. Genießt es! Kleines nostalgisches Erlebnis am 5. August 2017. Wir sind in Bramberg am Wildkogel. Es ist unglaublich warm hier bei 26 Grad und herrlichem Sonnenschein.
sind jetzt gerade in Zell am See gewesen und einmal um den ganzen See gefahren. Es hat uns nicht so wirklich umgehauen, deswegen werden wir weiterfahren nach Saalbach-Hinterglemm. Wir sind jetzt insgesamt seit 4,5 Stunden unterwegs, waren ja zuerst mit der Gerlausbahn oben auf dem Berggipfel, sind dann über die Krümmler Wasserfälle nach Bramberg und dann weiter nach Mittersill gefahren, wo wir Mittag gegessen haben. Wie gesagt, jetzt geht's nach Saalbach-Hinterglemm und dann ist es circa 1,5 Stunden mit dem Auto wieder zurück bis nach Gerlaus.